darf Sie diese Woche wieder aufs Allerherzlichste zu unserer Kanal 3 Obersteiermark-Sendung begrüßen. Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir sind raus aus dem Studio und rein in unsere schöne Region, aus Weißkirchen. Da begleite ich Sie dieses Mal durch unsere Sendung. An dieser Stelle eine kurze Themenübersicht, damit Sie wissen, worum es dieses Mal bei uns geht. Wir besuchten die iGames in der Simultanea Liechtenstein in Judenburg, waren bei der 9. nostalgischen Judenburger Puchparade, haben einen Event-Scout von Summer in the City in Zeltweg und mischten uns unter die Damen bei der Ladies Night in Spielberg. Die iGames der iNet GmbH touren wieder durch das Murtal und dieses Mal machten sie Halt bei der Simultanea Liechtenstein in Judenburg. Mit im Gepäck, da waren Spielkonsolen, Videospiele und Rennsessel. Ready, steady, go, hieß es kürzlich in Judenburg bei der Simultanea Liechtenstein-Tagesstätte. Grund dafür waren die iGames, das spezielle Gaming-Event der iNet GmbH für alle Videospielbegeisterten. Die E-Sports-Veranstaltung tourt seit vergangenem Jahr durch die Region. Nun konnten auch die Freunde der Simultanea das Gaming-Equipment inklusive Rennsessel nutzen. Na, die iGames gibt es seit mittlerweile 1,5 Jahren. Wir haben das damals zu unserem 20. Jubiläum der iNet ins Leben gerufen. Und dank eines Freundes, dem Henel Ploschitznik, sind wir hier eingeladen, um mit den Freunden der Simultanea hier ein bisschen Computer zu spielen, um ihnen diese virtuelle Welt ein bisschen näher zu bringen. Und wie ich sehe, haben sie eine große Freude dabei und sie nehmen das aktiv auf. Videospiele sind in der Simultanea Liechtenstein Tagesstätte nichts Alltägliches. Diese Abwechslung kommt jedoch gerade recht. Ich habe mich bis heute in der Früh nicht genau auskennt, was da passiert. Habe das jetzt gesehen und bin absolut begeistert und ich muss mich bei iNet und bei den Stadtwerken wirklich bedanken. Das ist nämlich ein Tag, der für uns fast ein Geschenk ist, weil irgendwas anders ist. Ein Mensch mit Behinderung hat mehr oder weniger, ist verurteilt mehr oder weniger ein Ritual, ein Lebensritual zu haben. Das können wir natürlich als Tagesstätte aufreißen, aber wenn sowas passiert, das ist dann ein Highlight. Und dafür bedanke ich mich wirklich, das ist cool. Und wie haben die Menschen in der Simultanea die iGames aufgenommen? Ja, zuerst ein bisschen mit Vorsicht, was passiert da, und dann wird es eine Eigendynamik. Und die Betreuerinnen und Betreuer spielen ja auch mit. Ich kann das nicht, die kennen alle mehr wie ich. Ist aber total lustig und wird, wie man sieht, dankbar angenommen, ne? Durch die iGames in der Simultanea Liechtenstein-Tagesstätte konnten die Menschen vor Ort einmal ein bisschen in die Welt der Videospiele eintauchen und auf dem Rennsessel Platz nehmen. Puch, Mofas, Mopeds, Motorräder und PKWs, sie haben Kultstatus, nicht nur in Österreich. Das Team rund um das Puchmuseum in Judenburg veranstaltete die 9. Puchparade, wobei Nostalgie und Fahrfreude im Vordergrund standen. Da gründete Johann Puch in Graz die Puchwerke AG und Co. KG. 1100 Mitarbeiter gab es 1914. Wer kennt sie nicht? Die legendären Puchfahrzeuge. Und heute, da bietet man ihnen eine Bühne. Hier in Judenburg bei der 9. Puchparade, zu der ich Sie ganz herzlich begrüßen möchte. Den Road Captain habe ich mir geschnappt. Road Captain, wie cool ist denn das? Was macht er denn, der Road Captain? Der ist an und für sich dafür verantwortlich, dass er mit ein paar Kollegen versucht, den Verkehr so zu regulieren, dass die Puchparade ungehindert und unfallfrei durchfahren kann und die anderen Verkehrsteilnehmer nicht zu böse sind. Was machen die Holländer bei unserer Puchparade? Wir freuen uns natürlich, dass ihr da seid. Na, das wissen Sie vielleicht nicht, aber Puch ist ein großes Thema in Holland für unsere Generation. Ende 50er Jahren, Anfang 60er Jahren hat die rebellierende Jugend in die Städte im Westen, die haben die Puch als Symbol adoptiert. Und seitdem sind die, ja, die sehen aus individualisiert, die machen alle was anders mit dem Puch. Und das sieht ein bisschen komisch aus vielleicht hier.
es ist eine tolle Geschichte. Und vor allem fasziniert mich, dass immer mehr Leute dabei sind. Nicht nur die mitfahren, sondern auch die jetzt uns verabschieden. Dass einfach Leute aufstehen und sagen, okay, ich nutze das schöne Wetter, schauen wir die schönen Fahrzeuge an und nutze dann den Tag. Und sehr, sehr viel Jugend ist dabei, fällt mir auf, mit diesen Mopperl, die sie halt einfach, weiß nicht, von den Großvätern möglicherweise noch haben, hergekriegt haben und dann mit voller Freude die ausführen bei der Buchparade. Ist eine tolle Sache. Tolle Sache, danke. Über 220 Fahrzeuge, die machen sich nun auf den Weg. Ich darf mit bis nach Obdach und ich würde sagen, wir fahren los. Zwei kleine Turbulenzen, die hat es gegeben, aber alle sind gut angekommen jetzt hier in Obdach beim ersten Stopp. Ich schaue mich um, es gibt ja viel zu sehen. Fast jeder oder jede hat eine Erinnerung mit Puch. Hast du einmal Puch gehabt? Nein, ich habe keine Puch gehabt, aber meine Familie, mein Bruder ist mit dem Rad gefahren, war natürlich auch ein Puchrad, das heute auch in unserem Museum hier in Judenburg ist und dort zu bewundern ist, wie viele andere Exponate. Und ich möchte vielleicht noch dazu sagen, dass wir auf unser Buchmuseum hier in Judenburg so stolz sind und ich kann nur alle einladen, nach Judenburg zu kommen und dieses Museum anzuschauen. Die Parade, die wird länger und länger und länger jedes Jahr. Das heißt, die Menschen lieben es, in Erinnerungen zu schwelgen. Welche Erinnerungen kannst du uns denn verraten mit deinem Puchfahrzeug? Nur mit der ersten Freundin und Liebe bin ich natürlich mit meinem Puchmoped in die Disco gefahren, so wie es ist gehört. Ja, abgesehen davon, dass es natürlich ein wirklich steirisches Gerät ist. Also es ist in der Steiermark entwickelt worden und da merkt man schon auch ein bisschen die Heimatliebe, die kommt dazu. Am meisten haben wir auch gefreut, dass unsere niederländische Partnerstadt da ist, auch mit einer Buchabordnung. Und in vielen Regionen, vor allem Oberösterreich und auch eben in Holland, ist Buch echt Kult. Bei uns ist es erst in den letzten Jahren Kult geworden. Weiter geht's nach Bad St. Leonhard. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Lateinamerikanische Musik und Rhythmen, die gab es beim Summer in the City Konzert am Platzlmarkt in Zeltweg zu hören und zu sehen. Reggae-Bands haben Zeltweg in ein karibisches Urlaubsparadies verwandelt. Wir waren mit einem Event-Scout vor Ort. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einem neuen Event-Scout. Sonne, Meer und Strand und einen Mojito in der Hand. So oder so ähnlich könnte man das Sommergefühl auf Kuba beschreiben. Und genau dieses Urlaubsfeeling soll heute auf dem Platzlmarkt nach Zeltweg kommen. Los geht's mit der kubanischen Formation Cuba Libre. Heute findet wieder mal eine große Veranstaltung hier in Zeltweg statt. Was wartet denn auf die Besucherinnen und Besucher? Ja, für heute haben wir uns gedacht, Sommerfeeling, Sommer in the City, unter einem schönen Dach vom Platzlmarkt können wir kubanische und lateinamerikanische Musik präsentieren, dass die Leute so richtig in Stimmung kommen. Die schon auf Urlaub waren, können noch den Urlaub nachgenießen und die noch in den Urlaub fahren, bekommen eine neue Stimmung mitgebracht. Thank you.
sensationell. Und das in Zelt weg. Karibik-Feeling pur. Sehr gut, sehr gut. Sehr rhythmisch pur. Sehr gut. Und ein bisschen Abwechslung einmal hier am Platzlmarkt. Ist wunderbar, ja. Danke. Sehr gut, ein super Fest und wir sind froh, dass wir lateinamerikanische Musik da hören können. Ja, ich glaube, es wird eine Top-Veranstaltung bei der Stadtgemeinde veranstaltet. Diese Kubernacht führen wir schon des Öfteren durch und kommen immer wieder gut an, wenn man sieht bei den Leuten. Wie gefällt Ihnen der Abend bis jetzt? Ja, super. Summer in the City am Platzlmarkt. Was will man mehr? Ein Haufen Leute, ein schönes Wetter. Da kann man nur happy sein und glücklich. Stimmung für die Familie, für die Freunde und für jeden, den er treffen möchte, einfach da sind. Die Stimmung am Zeltweger Platzlmarkt könnte nicht besser sein und hier ist definitiv karibisches Urlaubsfeeling aufgekommen. Das war's auch nun schon wieder mit unserem Eventscard. Ich sag Tschüss und Adios. Pink, pink und noch mehr pink. Die Frauenherzen schlugen höher, aber nicht nur wegen der Farbe, sondern wegen der Ladies Night, die kürzlich in Spielberg stattgefunden hat. Und passend dazu haben wir ein Frauenteam ausgeschickt. Theresa und Kathi haben die Veranstaltung besucht. Ja, herzlich willkommen heute von keinem roten Teppich, dafür aber von einem pinken. Und auch wenn es vielleicht so ausschaut, ich habe keine Misswahl gewonnen. Ich begrüße Sie hier von der Ladies Night und die findet in Spielberg statt. Es ist also alles pink, trotzdem nicht nur die Frauen sind willkommen, auch die Männer, die dürfen heute dabei sein. Fotobox, Deko und ganz viel Pink war für jede Frau und jeder Mann an diesem Abend dabei. Die Ladies Night wurde offiziell mit Live-Musik eröffnet. Das machten Zweitgeist featuring Marlies Lang. Davor konnte man gustieren und zum Beispiel mit Cocktail-Specials starten. Als persönliches Ziel, einfach einen netten Abend zu haben, Freundinnen zu treffen, ein bisschen quatschen und ein bisschen sich auszutauschen, das ist eigentlich der heutige Abend.
Die gesamte Nacht fand im Rondon der Gemeinde Spielberg statt. Diesen Weg bestritten drei Ladies auf ganz glamourösen Weg. Durch einen Gewinn vorab chauffierte eine Limousine die Damen bis vor die Rondon-Tür. Ich bin einfach über Facebook über das Gewinnspiel drüber gestolpert von der Gemeinde Spielberg. Und ich habe mich einfach beworben, weil ich meinen 30er gerade gehabt habe, habe Freunde dazu verlinkt und schon gewonnen. Und was erwartest du jetzt heute von der Ladies Night? Jede Menge Spaß. Dann frage ich gleich weiter, was ist das Ziel vom heutigen Abend? Ganz viel Spaß haben. Und Ladies Night, was ist da für dich das Besondere dran? Ist es, weil das keine Männer dabei sind oder doch was anderes? Genau, also weil wir Frauen einmal für uns feiern können und besonders mit der Klautschi heute in 30er. Und das freut uns besonders, dass wir heute da mit der Limousine vorfahren haben können und jetzt werden wir Gas geben. Die Ladies Night wurde also vor allem mit Spaß und gutem Beisammensein in Verbindung gebracht und... Wenn ihr ein Wort mit der Ladies Night in Verbindung bringt, welches Wort wäre denn das? Spaß, Freunde, Pink. Damit ging die Ladies Night bis spät in die Abendstunden. Ganz unter dem Motto, nicht alles was glänzt, ist auch aus Gold. Dafür aber vielleicht in Pink. Errichtet wurde die Burg Eppenstein von den gleichnamigen Kärntner Herzögen. Nach ihrem Ableben 1122 gelangte die Burg in den Besitz der Thurngauer. Heute ist sie nicht nur Wahrzeichen, sondern auch ein beliebtes Ausflugsgebiet der Region, die Burgruine Eppenstein. Direkt oberhalb des Ortes Eppenstein auf einem steilen Felssporn auf rund 736 Metern, da thront sie, die Ruine Eppenstein. Die weithin sichtbare Burgruine wurde schon 1160 im Besitz der Traungauer urkundlich erwähnt. Sie befindet sich dank des ehrenamtlichen Engagements, die der Burgverein in die Erhaltung steckt, in einem sehenswerten Zustand. Naja, der Burgverein hat sich primär das Ziel gesetzt, den Verfall der Burg zu stoppen. Ganz aufhalten kann man es eh nicht. Die Natur wirkt eben gegen uns. Damit sie aber zugänglich bleibt, hat sich eben der Burgverein das Ziel gesetzt, alle Wege frei zu halten, Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. In den letzten 10 Jahren sind viele bauliche Maßnahmen gesetzt worden. Die Grundsubstanz soll erhalten bleiben und klar ersichtlich sein, was neu ist und was original. Die täglichen Aufgaben ist eben das Freischneiden der Burganlage. In Zusammenarbeit mit der Bergrettung oder Feuerwehreinsätzen werden da eben so Dinge erledigt, mit Motorsense, mit Motorsäge. Mit ein paar festen Schuhen ist es nicht allzu schwierig, die 260 Höhenmeter zu erklimmen. Der Zeitaufwand beträgt ca. 30 Minuten, der von einer wunderschönen Aussicht gekrönt wird. Ja, die Burgruine Eppenstein ist eines der Wahrzeichen unserer Marktgemeinde Weißkirchen. Und natürlich auch eines der Wahrzeichen der gesamten Region. Wenn man nach Hause kommt, wenn man die Burgruine Eppenstein sieht, dann weiß man, man ist zu Hause, da ist man daheim, da hat man seine Wurzeln. In Kooperation mit dem Tourismusverband wird nun die Beschilderung erneuert und die Neuauflage des Burgführers ist in Arbeit. Der Burgverein Eppenstein schaut schon praktisch seit Jahrzehnten auf die Burgruine Eppenstein und ich darf mich da namens der Marktgemeinde Weißkirchen wirklich recht herzlich bei allen Mitgliedern bedanken, die da sehr viel Zeit ihrer Freizeit opfern. Ein Bike-and-Hike-Punkt am Parkplatz der Ruine erlaubt es auch mit dem Rad anzureisen. Die Ruine Eppenstein ist ein beliebtes Ausflugsziel der Region. Mit Ausblick ins Zirmland gestattet sie, Geschichte hautnah zu erleben. Omnivoren, Vegetarier, Veganer, wer isst eigentlich was? Es gibt zahlreiche Ernährungsformen, da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Wissen Sie es? Wir haben nachgefragt bei unserem Besserwisser-Check diese Woche. Essen Veganer eigentlich Eier? Veganer? Ja. Nein, die essen keine Eier. Keine tierischen Produkte? Nein. Schon, vorweise. Denk schon, ja. Nein. Glaube ich nicht. Nein. Ja. Rumble
Royal im Schloss Liechtenstein. Kickoff ist am 31. August um 15 Uhr im Spiel der US Rhinos gegen die BV Witt. Für Rahmenprogramm und Verpflegung ist bestens gesorgt. American Football am 31. August ab 15 Uhr im Schlossgarten des Schlosses Liechtenstein. Die Freunde der Waffenräder laden zum dritten Murtaler Waffenrad-Treffen. Am 31. August um 10 Uhr geht's los. Treffpunkt beim Gasthaus Rainer in Koblenz. Start der Ausfahrt ist um 12 Uhr und die Siegerprämierung ab 19 Uhr. Natürlich mit gemütlichem Ausklingen. Anmeldung unter freunde-der-waffenräder@gmx.at. Die Landjugend Flatschach präsentiert im Zuge des 10-Jahre-Jubiläumsprogramms den Radio Grün-Weiß Frühschoppen mit Alessa, die Ausseher, Uwe Schmidt und die Blechquetscher. Der Radio Grün-Weiß Frühschoppen mit Bierenstich und Gewinnspiel am Sonntag, dem 1. September ab 10 Uhr in Flatschach. Eine starke Kombi, das schärfste Bild und das schnellste Netz der Region. Kabel-TV und Internet. Mit den Fiber-Kombi-Paketen 30, 50, 100 oder 200 Mbit Bandbreite. Wow! Fiber-Kombi 50, jetzt 3 Monate gratis bei Anmeldung bis 31. August. Alles einsteigen in das schnellste Netz der Region. Also das könnte besser werden. Und schön wär's, wenn... Und das wäre auch noch super. Jetzt gilt, hätti wari titti war gestern. Sag's der Region, du hast jetzt die Chance mitzugestalten und wir hören dir zu. Deine Anregungen und Ideen kannst du bei unseren Roadshows, den fix aufgestellten Ideenboxen in den Gemeinden, unter ir.murtal.at/sagsderregion oder auf Facebook einbringen. Gemeinsam für eine weitere positive Entwicklung im Murtal. Alle wichtigen Informationen findest du unter ir.murtal.at/sagsderregion. Der Region mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. Das Basis-HD-Paket jetzt neu im Netz der Stadtwerke Junburg AG. Das Basis-HD-Paket gibt es um 7,90 Euro im Netz der Stadtwerke Junburg AG. Senioren- und Pflegeheim Haus Elvira. Wir pflegen mit Kompetenz, Verstand und Herz. Senioren- und Pflegeheim, Haus Elvira. Die Landjugend Österreich gibt es jetzt schon seit knapp 70 Jahren. Ziel war die fachliche Weiterbildung der bäuerlichen Jugend. Doch wie sieht das heute aus? Wir haben uns mit Jonas Sitter getroffen. Er ist Obmann der Landjugend Seckau für unser Interview diese Woche. Das Interview der Woche widmet Ihnen Frenzy American Diner in Zeltweg. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview der Woche. Ja, dieses Mal sind wir in Seckau zu Gast und mein heutiger Gesprächspartner ist Jonas Sitter und dieser ist Obmann bei der Landjugend Seckau. Und
Danke, Jonas, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Gern, gern. Ja, jeder kennt sie oder hat schon von ihr gehört. Die Landjugend ist hier bei uns einfach Teil der Kultur. Aber auch wenn man hin und wieder von den Veranstaltungen was mitbekommt, man weiß vielleicht doch nicht so ganz, was macht die Landjugend so alles. Und ich denke, du kannst uns da ein bisschen einweihen. Ja, starten wir ganz am Anfang. Wie ist denn eigentlich die Landjugend Seko entstanden? In den 1950er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg war die Jugend von früher vor allem in Forst- und landwirtschaftlichen Raum sehr eingeschränkt, was Weiterbildungen, Schulen und so angeht. Und aus diesem Grund haben sich mehrere zusammengeschlossen mit dem Hauptinteresse, mit dem Ziel, dass sie eben schauen, dass es Weiterbildungen, Schulen weiterhin aufrecht gibt. Einfach, dass Bildungsangebote für die Jugend, dass es Bildungsangebote für die Jugend gibt. Also das ist auch so das Leitmotiv von der Landjugend. Genau, genau. Und wie kommt man eigentlich zur Landjugend? Wie war das bei dir? Durch Freunde, Bekannte natürlich. Ich meine, Seko ist jetzt nicht der größte Ort. Die Freunde, irgendwann kommt das Alter, wo man einfach, geht man zur Landjugend oder nicht? Man kriegt das immer am Wochenende mit. Die Landjugend ist eine Partie. Es passt der Zusammenhalt. Man kriegt das mit von den Älteren. Und die meisten sind ganz motiviert, kommen von selbst. Wie schaut's aus? Dürfen wir zur Landjugend? Und die Landjugend hat natürlich für jeden eine offene Tür. Und wie lange bist du eigentlich schon mit dabei? Ich bin seit 2012 bei der Landjugend dabei, war 2 Jahre ein normales Mitglied und bis jetzt eigentlich tätig im Vorstand und seit 2 Jahren Obmann. Und wie fordernd ist der Job? Hat man da noch Zeit für andere Aktivitäten? Es geht sich schon aus. Die Landjugend, viele sagen ja immer, es ist Zeit, die raubt nur Zeit, aber die Landjugend ist ja ein Hobby. Freunde, man macht Erlebnisse, die man sonst nie machen kann. Ja, Veranstaltungen für die Bevölkerung von der Landjugend gehören immer mit dazu. Ihr habt kürzlich das große Bierfest hier in Seko gefeiert. Wie fordernd ist so ein Groß-Event für euch und wie läuft die Organisation eigentlich ab? Also im Prinzip dreht sich das ganze Jahr ums Bierfest. Das Bierfest ist für uns die Haupteinnahmequelle. Wir machen ja bei mehreren Bewerben und so mit, dass wir die Nenngelder und das Ganze bezahlen können. Deswegen brauchen wir das Bierfest. Die Planung schaut so aus, wir haben im Jahr circa jedes Monat eine Vorstandssitzung. Von dort weg, also Jahresanfang planen wir schon, wo machen wir es, wie machen wir es, die Einteilung. Dann circa eine Woche vor dem Fest startet dann das wirkliche Aufbauen. Und eigentlich sind wir schon recht eingeschossen auf die ganzen Geschichten. Das Wichtigste ist nur die Vorplanung. Die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde ist wichtig. Und dann steht am guten Fest nichts im Wege. Super. Jetzt gibt es diese Groß-Events, aber habt ihr neben diesen Groß-Events auch Veranstaltungen, wo die Landjugend eigentlich nur unter sich bleibt? Ja, sicher. Also die Landjugend, muss ich nur kurz allgemein noch sagen, es gibt Ortsgruppen und Bezirksgruppen. Also wir sind Bezirk Knittelfeld, kennen wir dazu. Es gibt viele Wettbewerbe, es gibt die Sportbewerbe, die Allgemeinbildungsbewerbe dort. Das ist eine landjugendinterne Geschichte, wo nur Landjugendmitglieder dabei sind. Ja. Ja, kommen wir zu den Schwerpunkten, weil die Landjugend hat ja einige Schwerpunkte, unter anderem den Schwerpunkt Allgemeinbildung. Welche Ausbildungen gibt es da? Es wird angeboten von Moderationstechniken zum Beispiel bis hin zur Website-Design, alles Mögliche. Es ist ein Weihnachts-Wiffzeug-Kurs haben wir dabei. Es ist recht ein großes Spektrum, was wir da anbieten. Und welche weiteren Schwerpunkte hat die Landjugend noch? Es ist noch ein wichtiger Schwerpunkt, das ist Kultur und Brauchtum. Es wird zum Beispiel bei uns jedes Jahr in Seko der Maibaum aufgestellt von der Landjugend Seko. Wir schauen halt einfach, dass wir die alten Traditionen und Brauchtümer erhalten. Dass die Jugend noch weiß, was früher war, und das schauen wir einfach, dass wir das weitervermitteln können. Und kommt dir vor, das taugt die Leute? Ja, vor allem die älteren Einwohner, die haben recht eine Freiheit, wenn die Jugend noch Sachen aus der älteren Zeit macht. Mhm. Ihr habt auch den Schwerpunkt Landwirtschaft und Umwelt. Welche Projekte kennt ihr dazu? Wir haben zum Beispiel Landjugend intern, zum Beispiel ist Sensorman. Das ist einfach ein Bewerb, wer schneller mehr, der gewinnt. Es gibt das Pflügen und zum Beispiel die ganzen Geschichten wie Maibaumer, Erntekrone eigentlich. Das fällt schon in das Gebiet ein. Wenn man jetzt so Pflügensensenmähen hört, dann denkt man eher so an starke Männer oder starke Burschen. Sind da eigentlich auch viele Mädchen mit dabei? Ja, es ist wurscht wer. Es sind natürlich, der Großteil sind natürlich Bauern, die was eingeschossen darauf sind. Aber es sind
viele junge Mädels dabei, einfach jeder, der was mag, kann da gerne mitmachen bei den Geschichten. Und hat sich das in der Vergangenheit verändert? Also waren früher mehr Burschen, kommt dir vor, dass jetzt mehr Mädels sind? Im Anfangsjahr ist die Landjugend sowieso nur männliche Mitglieder erlaubt. Ein Jahr später sind sie dann schon draufgekommen, dass es ohne Frauen nicht geht. Nein, es ist bei den Bewerbern ist das bunt gemischt. Es ist jetzt nicht nur eine reine Männerpartie, es sind viele Mädels dabei. Ein weiterer Schwerpunkt ist Young and International. Welche Möglichkeiten bietet die Landjugend hier? Vor allem für die Fachschüler, also für die Landwirtschaftsschüler. Die müssen ja zum Beispiel ein Praktikum machen, ein Pflichtpraktikum in der Schule. Da kann man das zusammen mit der Landjugend machen, dass man zum Beispiel die Chance hat, dass man nach Amerika oder einfach ins Ausland geht. Die Landjugend unterstützt die Geschichten ganz gut. Wir haben die Partnerbetriebe rundherum. Wir können auch bei der Finanzierung helfen, bei der Planung, die ganzen Geschichten. Also das nehmen wir auch recht viel an, weil das einfach eine super Geschichte ist. Ja, im Bezirk, du hast schon angesprochen, es gibt mehrere Landjugenden. Wie steht denn ihr zueinander? Gibt es eine Zusammenarbeit? Wie schaut das aus? Also wir bezirksmäßig, wir haben einmal zusammen eine Veranstaltung, einen Frühlingsball. Da helfen alle Landjugenden im Bezirk zusammen. Wir zu den anderen Landjugenden, jede Landjugend kriegt am Anfang vom Jahr vermittelt, was für eine Bewerbe, dass sie ausfüllen müssen. Wir schauen natürlich, dass wir die alle so gut als möglich besuchen. Die Landjugend Zusammenhalt ist sehr groß intern. Wir sind einfach 9 Ortsgruppen bei uns zum Beispiel, aber zusammenhalten tun wir trotzdem. Du bist bei der Landjugend, aber bist doch nicht mehr ganz so jung. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie lange kann man eigentlich bei der Landjugend mit dabei sein? Bei der Landjugend kann man bis 30 bleiben, es sei denn, man heiratet vorher. Ach so, warum? Mit der Hochzeit scheidet man aus der Landjugend aus. Und was macht man dann? Dann ist man ein altes Mitglied und sucht wahrscheinlich einen anderen Verein auf. Also die meisten Mitglieder verlaufen sich dann auf andere Vereine. Okay. Ja, dann sage ich danke für das nette Gespräch, lieber Jonas. Alles Gute für dich und für die Landjugend. Danke. Kurznews, die stehen jetzt als nächster Programmpunkt auf dem Sendeplan. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelsky, Bauleitung Murtal. London Calling hieß es für Schülerinnen und Schüler der BAföB Judenburg, als sie ihr zweiwöchiges Auslandspraktikum in der britischen Hauptstadt antraten. Im Rahmen eines Erasmus-Projektes reisten 27 Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen nach London, um dort ein Praktikum in englischsprachigen Kindergärten zu absolvieren. Zwei weitere Schülerinnen entschieden sich ferner gegen London und verbrachten die 2 Wochen in der irischen Hauptstadt Dublin. Mit einem Dankesgottesdienst in der Pölzer Pfarrkirche verabschiedete sich Pfarrer Heimo Schäfmann von den Pfarrmitgliedern. Er wechselt vom Pfarrverband Pölz in den Pfarrverband Obdach, zu dem die Pfarren Obdach, St. Wolfgang, St. Georgen und St. Anna gehören. Überwältigt von der liebevoll geschmückten Kirche und den vielen Abschiedsgeschenken bedankte sich Schäfmann für die 14 schönen Jahre als Pfarrherr in Pölz. Das war unser Kanal 3 Obersteiermark Magazin für diese Woche rund um und in Weißkirchen. Für Infos zu unserem Sender klicken Sie auf www.kanal3.tv oder werfen einen Blick auf unsere Social Media Kanäle. Die Murtaler Zeitung gibt auch einen Überblick über unsere aktuellen Programme. Nach dem Infokanal, da geht's weiter mit unserem Steiermark Magazin, dieses Mal mit Carola Kollmann. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann, Baba.